Hallo, ich bin Heber Ferras-Leite, ein Golfamateur mit aktuell Handicap 20,5. Ich lade dich ein heute auf 9 Loch Golf am Golfclub Frühling Lake Course. Ich werde dir zeigen oder erzählen, was mir durch den Kopf geht, während ich diesen Platz spiele, einer 36-Golf-Anlage im Südosten von Wien. Ich lade dich ein, dass du in den Kommentaren mir schreibst, geht es dir auch so als Amateur? Sind das die gleichen Sachen, die dir durch den Kopf gehen? Ich zeige dir jeden Schlag, die guten und die schlechten. Beim ersten Tee geht mir durch den Kopf, warum muss das da vorne so schmal sein? Denn von links kommt Wasser ins Spiel, deshalb heißt der Kurs auch Lake Course. Es gibt kein Loch, an dem Wasser nicht ins Spiel kommt. Und ich traue mich hier in Wirklichkeit keinen Driver nehmen. Das ist mir zu gefährlich, dass er mir abreißt. Ich nehme ein Dreierholz, da bin ich ein bisschen genauer. Ich hoffe, dass ich da an der Wasserzunge dann vorbeikomme. Ja, den treffe ich, möchte ich mal sagen, ausnahmsweise gut. In den letzten 2 Jahren ist ein gut funktionierendes Dreierholz etwas, das meinem Spiel Variabilität gegeben hat. Gut funktioniert halt für meinen Bereich. Aber ja, das war etwas, das mir einen großen Fortschritt gebracht hat. Das Grün ist ein Inselgrün. Dies ist das Loch, wo am meisten Wasser ins Spiel kommt. Ich hatte von dort eine Pitching Wedge, glaube ich, war das ins Ziel. Das Inselgrün ist relativ breit. Aber ja, man darf halt nicht den Schlag verhauen, weil sonst ist man vorne im Wasser. In diesem Fall hatte ich einen Bergauf-Putt, leider bei unscharfer Kamera, wird sich bessern auf den nächsten Greens. Ja, es wurde dann ein Paar, also wenn ich mit ein Paar einsteige in einer Runde, noch dazu auf einem recht schwierigen Loch, bin ich eigentlich super zufrieden und denke mir, diese Runde wird gut. Das Dreierholz hatte vorhin gut funktioniert. Jetzt bin ich zuversichtlich, auch hier wird es gut funktionieren. Ich spiele es auf dieses Grün dort hinten. Man sieht auf der Karte, diese dunkelgrünen Flecken ist eine andere Eigenheit des Kurses. Es gibt hier kein Bunker, viel Wasser, aber kein Sand. Dafür gibt es so Roughs, die die Grüns bewachen. Ja, und diesmal hat das Dreierholz nicht so gut funktioniert. Das ist halt, ich sprach vom funktionierenden Dreierholz. In Wirklichkeit funktioniert es natürlich nicht immer gleich gut. Aber gut genug, dass man in die Nähe des Grüns kam und aufs Grün pitchen kann. Dort war das Grün recht schmal, deswegen wollte ich, dass der Ball vorher aufkommt und aufs Grün rollt. Er ist vorher aufgekommen, nicht ganz drauf gerollt. Aber gut, vom Vorgrün jetzt zu putten ist jetzt keine allzu große Schwierigkeit, vor allem weil es nicht so weit. Ja, und jetzt wird es ein Bogey und ein Bogey ist immer für mich ein gutes Ergebnis. Bahn 3 ist wahrscheinlich das schwerste Loch auf dem Platz. Man muss zwischen diese zwei Baumreihen, die dort sind, durchspielen. Die sind in ungefähr 170 Meter vom Tee. Man hat Wasser rechts, aber an der Stelle kommt es nicht im Spiel. Mal sehen, ob ich in die Lücke zwischen die Baumreihen hineintreffe. Ja, und sofort dachte ich mir, provisorischen Nachspielen. Aber dann sah ich, na, der Ball läuft am Baum vorbei, am rechten Baum, sollte aber dort liegen. In einem Turnier hätte ich wahrscheinlich einen provisorischen gespielt, hier kam es nicht drauf an. Ja, da lag der Ball im Rough. Eine andere Eigenheit des Kurses am Golfclub Frühling, auch der anderen Kurse in dieser Anlage, das Rough ist extrem giftig. Es ist sehr hartes Gras. Es ist eine große Strafe, hier im Rough zu liegen, weil man, also lange Schläger fast unmöglich sind, Fairway-Hölzer sowieso. Hier habe ich ein Rescue genommen, der war nicht einmal, ja, vielleicht 2/3 der Weite, wie ich sonst habe. Und ich liege wieder in so einem Rough-Abschnitt am Fairway. Von dort war es mir zu weit, um das Grün anzugreifen. Deswegen habe ich mit einem 8er-Eisen vorgelegt und es bleibt mir ein Pitch ins Grün über. Ich habe es irgendwie geschafft, keinen einzigen Schlag vom Fairway zu haben, sondern immer nur Rough zu treffen. Aber sollte der Pitch gelingen, bin ich eigentlich ganz zufrieden, mit 4 am Grün zu sein auf einem so langen Par 5. Wenn ich dann 2 Putts schaffe, dann war es wieder ein Bogey und das wäre an einem so langen und doch schweren Loch, auch wenn das Fairway an sich breit ist, aber die Länge macht es schwer, ja, ein ganz gutes Ergebnis. Es ist wieder ein Bergauf-Putt. Ja, und dieser bleibt zu kurz und das ärgert mich immer, weil das ist dann so ein bisschen ein Zitterputt, ob der jetzt reingeht oder nicht. Zum Glück geht er rein, deswegen fühlt es sich ein bisschen wie ein glückliches Bogey an. Bahn 4.
Hier muss man Wasser wieder überspielen vom Tee weg. In diesem Fall braucht man 110 Meter Carry circa, um am Wasser vorbeizukommen. Eher links zielen, weil links kann nicht viel passieren. Wenn man hier den Ball slice, ist sehr hohes Gras auf der rechten Seite. Das Fairway ist nach links sehr weitgehend und ja, deswegen habe ich diesmal nach links gezielt und bin eigentlich mitten am Fairway. Ein sehr schönes Grün hier, liegt auf so einem kleinen Hügel, hochplateaumäßig angelegt, rechteckig, zu einem entgegenkommen fallend vom Gefälle, also weiter hinten ist höher. Sehr schön optisch, wenn man oben ist, hat man auch einen sehr schönen Blick zurück aufs Fairway. Hier hatte ich einen relativ langen Putt, leicht bergauf. Bei solchen Putts denke ich mir immer, einfach in die Nähe hinlegen, wenn er reingeht, ist schön, aber man kann aus der Entfernung nicht hoffen, dass es immer reingeht. Aber hier in so kurzer, den wollte ich doch machen, deswegen ärgere ich mich, dass er nicht reingeht. Es ist ein Dreipad zum Bogey, Dreipads ärgern mich. Dieses Loch täuscht, ja, es fühlt sich total eng an, aber in Wirklichkeit wird es da vorne eh breiter und dieser Baum, der vorne ist, in der Mitte des Bildes, ist 200 Meter weit. Das wäre eigentlich die ideale Stelle zum Zielen, aber optisch ist es so eng. Ja, was habe ich gesagt? Ich zeige auch die schlechten Schläge her. Der ist also weggegangen nach rechts. Mein Gefühl war, der muss am Grün der vorigen Bahn sein. Ich wusste, es war niemand hinter mir. Ich spiele einen provisorischen. Ja, warum nicht leicht? Aber wie es vielen anderen Golfern geht, der provisorische Schlag ist meistens eh gut. Ich gehe natürlich aber meinen ursprünglichen Ball suchen und ich finde ihn jenseits des Grüns in einer komplett schiefen Lage. Wie weit ist es da wirklich zurück aufs Fairway? Was ist die Linie, um den zurück ins Spiel zu bringen? Da musste ich relativ lange schauen und mit dem Rangefinder auch messen. Dann entschließe ich mich zu einem 8er Eisen über diese Bäume zurück und glaube, dass ich dann wieder am Fairway liegen werde. Also auf meinem Fairway. Und wenn das gelingt, liege ich dort mit 2 und nicht mit 3, wie der provisorische Ball gelegen wäre. Und tatsächlich erreiche ich das Fairway. Jetzt hoffe ich, dass es ab jetzt gut geht. In ungefähr 150 Meter ist wieder Wasser, wo das Grün bewacht wird. Ich nehme ein 5er Eisen, um davor zu bleiben, aber den slice ich wieder weg. Und an dieser Stelle bin ich schon verunsichert. Was ist mit meinem Schwung? Das hat doch bisher so gut geklappt. Jetzt habe ich da rechts das Wasser. Ich habe im Kopf, ich habe zweimal hintereinander gesliced. Wenn ich wieder slice, bin ich im Wasser. Das will ich nicht. Und als Reaktion dazu pull ich den. Der geht zu weit nach links. Ich wollte eigentlich näher zur Fahne, aber ich habe mich nicht ganz getraut. Jetzt bleibt mir da ein langer Bergab-Putt, der von rechts nach links brechen sollte, wie ich meine. Ja, aber viel weniger, als ich gedacht habe. Und durch das Bergab rollt es ewig lang vorbei. Ich sage mal, schauen wir mal, ob ich den Putt zurückschaffe. Aber das waren gute 2,5 bis 3 Meter. Sicher nicht selbstverständlich. Ja, und natürlich ist das wieder ein Dreipad zum Doppelbogey. Tja, und an dieser Stelle bin ich komplett verärgert. Und blöderweise ist jetzt ein relativ kleines Inselgrün. Relativ, es ist jetzt nicht unmöglich zu treffen. Aber ich denke mir, ich darf nicht wieder slicen, sonst treffe ich die Insel nicht und der Ball ist wieder im Wasser. Und was passiert? Ich slice mein 7er Eisen schon wieder. Ja, und jetzt bin ich wirklich verunsichert. Was mache ich da? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht könnt ihr mir das in den Kommentaren schreiben, weil wenn ich ein paar Mal schlechte Schläge hintereinander habe, dann bin ich wirklich verunsichert. Was geht noch? Was geht nicht? Zum Glück habe ich es dann doch geschafft, locker genug zu bleiben und das Grün zu treffen, aber ich liege natürlich erst schon mit 3 dort, wie man sieht am Vorgrün. Ja, und ich habe mir gedacht, wenn ich den mache, ist es wenigstens ein Bogey, aber dann wird es ein Doppelbogey. So, dieses Loch, jetzt ist Sicherheitsvariante oder nicht? Sicherheitsvariante wäre mit einem Eisen abschlagen, damit das Wasser dort vorne rechts nicht ins Spiel kommt. Aber das wäre nicht lustig, ich nehme ein Driver und denke mir, da muss ich hineintreffen, auch wenn ich jetzt ein paar Mal gesliced habe.
Ich habe ein bisschen weniger weit ausgeholt, auch um den Schlag vielleicht kontrollierter zu gestalten. Und der gelingt auch, dass er mitten aufs Fairway geht. Hat sich der Balltreffer nicht mega gut angefühlt, aber es war der längste Drive des Tages. Und ich habe von dort noch ein 9er Eisen ins Grün. Und da bin ich jetzt mittlerweile zuversichtlich. 9er Eisen treffe ich halbwegs gut und regelmäßig. Und tatsächlich bin ich am Grün und habe einen Bergab-Putt, der wieder relativ stark brechen wird, wie ich meine. Aber ich will ihn zumindest nah ans Loch legen. Ja, und er bricht auch so, wie ich gedacht habe, eine Spur zu spät. Ja, Pech, aber das Paar nehme ich. So, ein Pan 8 ist ein 430 Meter Par 5. Dieses Loch liegt mir recht gut eigentlich. Vor allem links hat man genug Platz auf dem Fairway. Ist wieder in der Landezone rechts Wasser, aber links ist Platz genug. Also wenn man dann nach links zielt, sollte man keine allzu großen Probleme haben. Er ist mir ein bisschen weiter rechts ausgekommen, als ich geglaubt habe. Aber gut, dadurch, dass ich nach links gezielt habe, war Raum für Fehler da. Das Wasser stand nie zur Debatte. Ja, und das ist jetzt so ein Fairway-Holz, Dreier-Holz. Es fühlen sich die Probeschwünge nicht gut an. Und dann überlege ich immer, soll ich lieber doch einen anderen nehmen? Aber nein, komm, das schaffen wir schon. Ich ziele auf diesen Baum, der in der Mitte ist. Pull den, also ich gehe Richtung der linke Baum, nicht der rechte, auf den ich eigentlich gezielt hatte. Aber die Länge ist ganz okay. Von dort sollte ich einen Pitch ins Grün haben. Ja, und bei Pitches habe ich an mir immer irgendwie den Anspruch, der Ball muss ganz nah an der Fahne liegen, was nicht immer gelingt, dann bin ich recht unzufrieden, aber dann komme ich runter und denke mir, ja komm, du bist mit 3 am Grün auf einem Par 5, was beschwerst dich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist so Pitchen und Chippen das, was in Wirklichkeit den guten Score ausmacht, außer wenn alles andere katastrophal ist. Im Endeffekt war es ein Paar. Bahn 9, wieder eine sehr interessante Bahn von der Strategie her, weil da ist wieder Wasser vor dem Grün. Mit dem Driver kann man unmöglich aufs Grün spielen, also zumindest ich kann das sicher nicht. Deswegen geht es darum, den Ball so am Fairway zu platzieren, dass der zweite Schlag ein angenehmer Schlag aufs Grün ist. Ich habe deshalb hier ein Hybrid genommen vom Tee. Es blieben ja ungefähr 80 Meter übrig zum Grün. Wollte vielleicht ein bisschen näher sein, aber die 80 Meter sollte ich schaffen. Das Grün ist nicht sehr tief. Es ist breit, aber man darf nicht zu kurz und nicht zu lang sein. Aber in dem Sinne, dass man da relativ genau sein muss. Man hat vielleicht 15 Meter oder so, innerhalb derer man landen muss. Und das Grün ist auch sehr onduliert. Hier muss ich sehr stark bergauf putten. Man sieht, der Ball zieht die Handbremse an und bleibt vollkommen stehen. Aber zum Glück mache ich dann den zweiten Putt, der gute 4 Meter war, und rette so ein Paar und bin glücklich weggegangen zu sein. Ja, der Golfclub Frühling hat die nette Eigenheit, dass man dort Tagesgreenfees zahlt und ab 16 Uhr zahlt man das halbe Tagesgreenfee als Abendgreenfee. Und das führt dazu, dass ich sehr oft hingehe auf einem der 9-Loch-Kurse, das Abendgreenfee zahle und dann den Kurs mehrmals spiele. Hier habe ich ihn zweimal gespielt. Man braucht dafür 3,5 Stunden, also ich habe da gebraucht. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen schneller gegangen, denn einmal habe ich ungefähr 20 Minuten Pause gemacht für ein Telefonat, das ich dringend führen musste. Und deshalb, also wahrscheinlich 3 Stunden 10 kann man das 18-Loch dort spielen. Es ist nicht ein kurzer Platz, es ist ein recht langer 9-Loch-Platz. Man hat es eh gesehen, 3x Par 5 sind dabei, die Par 3s, die dabei sind, sind eher lange Par 3s, also ein langes Par 3 und ein nicht so langes, dafür anstrengend mit dem Inselgrün in der Mitte, also eine Herausforderung. Viele 9-Loch-Plätze sind ja nur so kleine Plätze, dieser nicht. Dieser ist auf jeden Fall ein Championship-Platz. Man geht gute 10 Kilometer, wenn man den zweimal geht, also glaube ich, Championship-Platz Länge ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber der Platz ist immer in einem Top-Zustand, immer wenn ich dort war, sehr gut gepflegt, sehr schön.
Er ist komplett flach, liegt natürlich an der Natur dort. Ich spiele dort sehr gerne und ich kann euch den Golfclub Frühling Lake Course wärmstens empfehlen. Vielleicht spielen wir mal gemeinsam dort. Bis dahin, tschüss, ich wünsche euch viele Pars und vielleicht das ein oder andere Birdie.